Hallo, ich bin der Dirk Freiberger, Metzgermeister und Fleischsommelier und heute will ich euch zeigen, wo das bekannteste Stück für euer Lieblingsgericht Pulled Pork herkommt, den Boston Butt. Viel Spaß beim Video. Zu mir in die Metzgerei kommen auch viele interessierte, grillbegeisterte Menschen und Kunden, die von mir den Boston Butt verlangen. Heute will ich euch einfach zeigen, wo kommt er überhaupt her und warum ist es auch das beste Stück für euer Pulled Pork. Wenn ihr hierher schaut, wir haben hier den vorderen Teil eines Schweines, einem schönen, glücklichen Schwein. Seht ihr hier, schöne Fettauflage. Das ist eine tolle Metzgerqualität, die wir hier vorliegen haben. Nicht diese Turboschweine, die ihr sonst so bekommt. Und heute zeige ich euch, wie wir daraus den Boston Butt rausschneiden und warum das so gut ist. So hat das Schwein mal gestanden. Hier war der Kopf dran und der obere Teil des Ganzen, ja, also die Schulter mit dem Hals zusammen, sind zusammen ungefähr dann ein 7-8 Kilo Stück, das der Boston Butt ist. Okay? Ich zeige euch jetzt dann nachher, wie man es rausmacht, aber der Punkt ist jetzt der. Der untere Teil der Schulter fällt weg. Wir machen hier die Knochen raus und haben dann praktisch nur noch das Schulterblatt in diesem Boston Butt drinnen. Alle anderen Knochen werden nachher weg sein. Grundsätzlich müsst ihr euch immer merken, je weiter der Muskel im Tier oben ist, desto zarter ist er. Weil je weiter ihr im Tier nach unten kommt, desto größer ist die Belastung durch das eigene Körpergewicht. Also muss ein Muskel, der zum Beispiel jetzt hier unten an der Haxe ist, viel größeres Gewicht tragen als unser Schweinehals oben. Ja? Und das ist jetzt der Grund, warum zum Beispiel auch der zarteste Muskel im Tier immer das Filet, also im Lendenbereich oben ist. Und deshalb ist dieser Boston Butt auch so besonders gut. Was jetzt noch dazu kommt, ist, dass wir hier vorne natürlich auch die maximale Herznähe haben. Also dieser Muskel ist auch extrem gut durchblutet, weil unser Herz nicht weit davon entfernt ist. Also wir haben hier gut durchblutenden Muskel, dadurch auch sehr viel Geschmack drinnen. Ja? Und das ist der Grund, warum der Boston Butt einfach so ein tolles Stück ist. Ja? Wir haben viel Geschmack, eine herausragende Zartheit von dem Ganzen, wobei das beim Pulled Pork jetzt tatsächlich mal zweitrangig ist. Wichtiger ist dabei eigentlich der Geschmack und die Faserstruktur, die ihr da vorne drinnen habt. Okay, so, also wir fangen jetzt an. Wir haben jetzt hier das Brustbein mit den drei Rippen. Wir schneiden jetzt hier erstmal an dem Brustbein entlang. Es geht hier bis nach vorne rein. Ich zeige euch jetzt das dann gleich nochmal genau von der anderen Seite. So sieht es aus. Hier haben wir das. Da schneiden wir rein. Gehen wir nach unten durch. Und hier schneiden wir dann schön an den Rippen entlang. Drehen. Auch hier wieder, der Knorpel geht etwas nach innen, dann müssen wir ein bisschen anheben und hier unten sind wir dann an der ersten Rippe und schneiden die auch gleich nach draußen. So. Hier läuft jetzt unser Halsknochen dann vorne, unser Halsgrat. Bevor wir jetzt hier anfangen, nehmen wir erst hier außen bei den Federn Anlauf und schneiden nach den Federn rein. Jetzt heben wir hier hoch. Wir fangen jetzt hier dann an, das Ganze auszulösen.
Wichtig ist, wenn ihr jetzt hier drauf schaut, es geht hier immer raus und rein. Versucht hier auf jeden Fall immer am Knochen zu bleiben und auch in dem Bereich hier nicht zu weit ins Fleisch reinzuschneiden. Wenn ihr jetzt hier seht, haben wir das jetzt so ausgeschnitten, dass wir praktisch dieses Fleisch nicht verletzt haben. Also dieses wichtige Teilstück, das ist jetzt alles hier der Hals. Wenn wir noch kleine Knochenrückstände haben, wie jetzt hier zum Beispiel, dann schneiden wir die weg. Weil das wird natürlich dann später auch im Pulled Pork drin sein. Das brauchen wir jetzt nicht. Und jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt hier die Hauptschlagader. Wenn ihr das hier seht, das ist auch der Stich. Hier wird reingestochen, wenn das Schwein betäubt worden ist, zum Ausbluten. Die blutigen Stellen zunächst einmal wegnehmen gleich. Damit kann man nichts mehr anfangen. Und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende bei dem Ganzen. Wir müssen jetzt hier nach unten gehen und dieses Fettgewebe ein wenig wegnehmen, da tut ihr euch dann leichter. Wir müssen praktisch das Kugelgelenk jetzt hier finden. Ja? Wir haben jetzt hier diese verschiedenen Muskeln und hier, seht ihr das? Dieses Stück hier, das ist der Schulterdeckel, der unten reinkommt. Und wenn ihr da dann drauf langt, merkt ihr, dass hier eine Gelenkkapsel ist. Eine Gelenkkapsel schneidet ihr da jetzt dann einfach mal rein. Und das ist jetzt dann auch unser Ansatzpunkt, wo wir dann das Ganze durchschneiden. Machen wieder mehr Platz. So. Und wenn wir dann hier auf der anderen Seite sind, dann schneiden wir das genauso gerade nach vorne. So. Und jetzt haben wir praktisch den, wie ich es euch vorhin schon versprochen habe, jetzt haben wir den unteren Teil der Schulter abgetrennt und die zwei tollen Stücken, also den Hals und den oberen Teil der Schulter, wo jetzt auch das fränkische Schäufele versteckt ist, das seht ihr jetzt hier. Ja, das ist jetzt praktisch der obere Teil der Schaufel, der geht jetzt da genau in die Mitte rein. Und so schaut dann unser Bostonbad aus. Was ich euch jetzt grundsätzlich auch empfehlen würde, ist, dass ihr jetzt hier die Schwarte wegnehmt, weil die Schwarte fällt später zwar ab, aber nimmt praktisch diesen ganzen Rauchgeschmack auf. Also wenn wir das smoken, ich meine dieses Teilstück in der Größe braucht so zwischen 12 bis zu 18 Stunden, je nachdem wie viel Zeit ihr euch nehmt. Und wenn ihr die Schwarte wegnehmt, dann habt ihr den ganzen guten Geschmack dann direkt unten drunter im Fett drinnen. Also, wir fangen an, das ganz leicht abzuziehen. Hier unten ist die Schwarte auch sehr dick, da können wir auch ein bisschen reinschneiden, aber um Himmels Willen, schneidet nicht zu viel weg, weil es ist natürlich auch alles Geschmack und es schützt natürlich auch den Boston Butt vor Austrocknung, wenn ihr da schön eine Fettauflage drauf habt. Schwarte entlang von unten nach oben fahren. Hier können wir jetzt halt noch ein bisschen das überstehende Fett wegschneiden. Schmeißt es bitte bloß nicht weg. Das Ganze jetzt einfach mit der Hand klein schneiden. Daraus könnt ihr das beste Griebenfett machen, das ihr je gegessen habt. Einfach mit Äpfeln und Zwiebeln in der Pfanne auslassen, erkalten lassen, auf ein frisches Schwarzbrot schmieren. Top Sache. Da vorne habt ihr den besten Speck für Griebenfett. Und hier haben wir jetzt unseren fertigen Boston Butt, der jetzt im Prinzip fertig ist zum Rubben. Also den sollte der bestimmt 48 Stunden am besten erstmal trocken würzen, in Klarsichtfolie einpacken und in den Kühlschrank damit und dann euch sehr viel Zeit nehmen, den dann zuzubereiten. Aber ihr werdet sehen, mit dem Stück werdet ihr belohnt, weil
was da rauskommt, ist wirklich Top-Qualität vom Geschmack her, von der Konsistenz her. Und macht lieber ein bisschen mehr, friert es euch ein. Pulled Pork ist wirklich mit eins der Gerichte, die sich wirklich lohnt einzufrieren und wieder aufzuwärmen, weil mit dem Aufwärmen werden die eigentlich nur noch besser. Also, das ist meine Empfehlung für euer nächstes Pulled Pork. Lasst es euch schmecken und ich hoffe, ich konnte euch jetzt zeigen, was das nächste Mal auf den Grill kommt. Ja, ihr seid immer noch da. Schön, freut mich. Von mir kann man nicht genug bekommen. Deshalb abonniert meinen Kanal und schaut euch gleich das nächste Video an. Ich freue mich auf euch.